Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Hardware-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns mal darum kümmern, was passiert, wenn man auf dem eigenen PC-Monitor plötzlich einzelne rote, blau oder grüne Pixel findet, die man auch Stuck-Pixel oder Dead-Pixel nennt. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, was ist. Dead-Pixel sind wirklich Pixel, die kaputt sind, die nicht mehr leuchten werden und die man dann auch nicht mehr reparieren kann. Auch wenn das jetzt vielleicht so im Titel steht, ist das eigentlich nur notwendig gewesen, weil viele suchen eben nach Dead-Pixeln, die man leider nicht mehr reparieren kann. Es gibt aber auch noch die Stuck-Pixel, die manchmal auch einfach nicht mehr leuchten. Das heißt, es gibt auch schwarze Stuck-Pixel, deren Problem einfach darin besteht, dass sie im Moment nicht die richtige Farbe anzeigen oder eben ja im Moment einfach gar nicht leuchten. Da gibt es nun zwei Methoden, wie man das lösen kann, je nachdem welches Problem bei den Stuck-Pixeln auftritt. Das erste Problem der Stuck-Pixel kann sein, dass sie im Moment einfach nur nicht reagieren und zum Beispiel einfach nur grüne, rote oder blaue Farbe anzeigen. In diesem Fall kann man versuchen, die Pixel durch Farbwechsel wieder zur normalen Aktivität anzuregen. Dafür gibt es nun verschiedene Programme oder auch Videos im Internet. Ich empfehle da mal eins, was ich jetzt persönlich auch selbst gemacht habe, werde ich euch auch unter diesem Video verlinken. Am Anfang habe ich noch einen kleinen Disclaimer drüber gemacht, denn ihr müsst aufpassen, hier gibt's Epilepsiegefahr, wenn ihr euch das zu lange anschaut, denn ihr seht, da wechseln einfach die Farben ganz schnell und das ist eben dieser Farbwechsel, den ihr brauchen könnt. Nach 8 Sekunden geht das hier los und ihr werdet sehen, durch diese intensiven Farbwechsel ist es eben möglich, die Pixel wieder zur Arbeit anzuregen. Das ist also die schnellste Möglichkeit, einfach mal auf das Video klicken und das mal laufen lassen. Wichtig hierfür ist natürlich, dass sich der Bildschirm nicht ausschaltet oder ein Bildschirmschoner beginnt und dann könnt ihr das Ganze entweder im Vollbildmodus so laufen lassen oder ihr schiebt es einfach auf den Bereich, in dem zum Beispiel eure toten Pixel sind. Habe ich das Problem zum Beispiel in dieser Ecke, würde ich das ganze Bild einfach mal nach hier oben schieben und dann das Video laufen lassen. Wem das mit dem Video nicht gefällt, der hat noch eine andere Möglichkeit, denn es gibt noch das Programm PixRepair. Download-Link findet ihr in der Beschreibung. Müsst das nur ganz kurz aus dem RAR-Archiv ansippen und dann haben wir hier die Datei PixRepair. Die müsst ihr nicht mal installieren und da kann man verschiedene Sachen mitmachen, was ich sehr, sehr schön finde. Ihr könnt zum Beispiel erstmal Dead Pixel locaten, indem ihr einfach verschiedene Farbkombinationen testet, beziehungsweise der Bildschirm wird dann komplett eingetaucht. Ich probiere es mal mit Rot und wir sehen, ich habe im Moment gar keine Dead Pixel, beziehungsweise würde es ja auch nicht wirklich aufgezeichnet werden. Und da könnt ihr dann eben gucken, ob ihr Dead oder Stuck Pixel habt. Hier unten werden dann zum Beispiel auch Beispiele, wie das Ganze aussehen kann. Im nächsten Schritt, ja, der eigentlichen Reparatur, müssen wir uns aussuchen, welche Farben denn gezeigt werden sollen. Normalerweise reicht Rot, Grün und Blau. Das sind ja eben die Pixelfarben, die wir auch benutzen, beziehungsweise die unsere Pixel haben. Und dann müssen wir noch den Speed einstellen. Ich mache es mal ein bisschen langsamer, damit man hier auch sehen kann, wie das Ganze funktioniert. Und auch hier wird nochmal gewarnt, man soll bitte nicht auf dem Bildschirm starren, denn da besteht Epilepsiegefahr. Klicken wir auf Go, öffnet sich ein kleines Fenster und das könnt ihr dann auch über euren Bereich ziehen. Ihr könnt das natürlich auch größer machen, wenn der Bereich mit euren Stuck-Pixel größer ist. Und ihr könnt hier auch die Geschwindigkeit ändern. Umso schneller ich das mache, umso schneller ist oben auch die Geschwindigkeit des Farbwechsels. Diese beiden Möglichkeiten haben wir also, wenn unsere Stuck-Pixel im Moment nur nicht arbeiten wollen, was man natürlich vorher nicht weiß. Es gibt ja aber auch noch die Möglichkeit, dass zum Beispiel die Energieversorgung zu den Pixeln gar nicht mehr stattfindet, weil da zum Beispiel irgendeine Verbindung gestört ist. Nur so als kleines Beispiel. Wir schließen das jetzt hier an dieser Stelle nochmal. Und das zweite ist quasi, ja, das ist nur eine kleine Erklärung. Denn stellt es euch so vor, das Stromkabel zu eurem Pixel funktioniert nicht richtig. Dann habt ihr die Möglichkeit, wenn zum Beispiel das Auge mein Stuck-Pixel wäre, mit eurem Finger oder mit einem kleinen Wattebausch im Kreis um diesen Pixel herumzufahren und ganz, ganz leichten Druck auf den Monitor auszuüben. Hier ist wirklich sehr wichtig, nicht zu viel, sonst könnte es sein, dass ihr damit andere Pixel rundherum verletzt. Ihr seht ja auch, dadurch, dass ihr drückt, verändert sich die Farbe am Monitor. Also wie gesagt, da nur sehr, sehr leicht anfangen und kurz probieren, ob das funktioniert. Ich würde es im Zweifel nicht zu doll machen, bevor ihr einfach noch mehr auf dem Monitor zerstört. Aber wie gesagt, es gibt diese zwei Möglichkeiten, beziehungsweise diese zwei Gründe, warum es Stuck Pixel geben kann. Und solange es kein Dead Pixel ist, hat man die Möglichkeit, mit diesen Lösungswegen das Ganze wieder hinzubiegen. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao. Hat's dir gefallen? Dann schau doch auch mal beim letzten Tutorial rein.